Hallöchen, hallo, ihr Lieben da draußen an den Bildschirmen. Willkommen bei der Newcomer TV Nacht oder bei dem Newcomer TV Magazin. Manchmal weiß man nicht, ist man in der Portstraße Jugend und Kultur oder ist man gerade hier im Studio, mitten im Taunus, der Schnee liegt. Auf jeden Fall möchte ich euch zurückführen zur letzten Newcomer TV Nacht in der Portstraße Jugend und Kultur in Oberursel am Fuße des Taunus. Es ist noch gar nicht so lange her, nämlich es war die 8. Newcomer TV-Nacht. Und ich möchte euch eine Band vorstellen, die sich also sozusagen die Premiere hatte mit ihrem ersten Auftritt bei der Newcomer TV-Nacht. Und das kann euch vielleicht auch passieren. Ihr müsst euch nur bewerben. Mir hat jedenfalls die Musik von der Band total gefallen und deswegen habe ich sie eingeladen. Punkmusik aus Offenbach. Ein Riesenapplaus von euch für Pretty Weird. 1, 2, 3, 4, 5, 6! This place once was a home. Now it's hard to see what it used to be. Maybe I should have known. This might hurt a bit before I'm Zeit bis jetzt überstanden? Also es war komisch für uns. Wir haben kurz vor der Pandemie halt angefangen zu proben. Ja. Richtig Feuer gefangen und dann kam die Pandemie und dann war das so ein bisschen so, okay, wir können es nicht sehen, obwohl wir eigentlich so Lust drauf hatten, loszulegen. Und dann waren erstmal ein paar Monate nichts. Ja, das war komisch. Wo arbeitet ihr? Wo ist euer Proberaum? Wir proben im Offenbach. Also in der Kommune 2010 oder? Genau, da proben wir aber erst seit einem Jahr jetzt. Ja, genau. Du musst ihm das Mikrofon geben, wenn er mit dir sprechen will. Vielen Dank, vielen Dank. Ja, auch diese Geschichte ist eine Geschichte voller Wendungen. Ja. Tatsächlich haben wir angefangen, in Mörfelden zu proben. Und als das nicht mehr ging, haben wir lange Zeit nicht geprobt. Es war eine Zeit der Entbehrung, eine Zeit des Trauerns. Und dann haben wir uns in Langen erstmal in einem renovierungsbedürftigen Haus getroffen, in einem ehemaligen Schlafzimmer und haben dann da mit E-Drum und so geprobt und jetzt dann auch in der Kommune. Ja. Also wir haben alle Mittel gewählt, die es gab, von sich Dinge zuschicken über eben ganz leise und ganz laut haben wir alles durch. We spent the last days discussing all of
problems, trying to find ways to go and finally solve them. And then we talk some more. We all here cause we're easily frustrated. It's one of our flaws, we're here and we'll debate it. This feels like such a chore. Don't wait on me, I'm stuck here in remission. All tangled up while trying to confuse. I have a problem, an illness, a bad addiction that I can never refuse. Whatever I do, it's based on my desire. Trying to pull through, but it just grabs me tighter. I'm always drawn back. Break the cycle, time to rock the sky. Got stop your dancing, you can leave the car behind. Call your friends, I'm making plans. This will be a blast. Party like a night will be a laugh. The wait is over, man. Now let's break through. Ready for the new call, right now, open the key. We will make some new rules. Euch kennengelernt. Ich meine, wie findest du immer wieder, also du gründest ja Bands wie andere Kaffee kochen. Ich kann auch nicht aufhören, Musik zu machen. Das ist so eine Sucht. Ja? Wie habt ihr euch kennengelernt? Wie hast du die Jungs? Ich meine, die passen auch alle zu dir. Ist alles so, als ob ihr eigentlich eine riesen Rock'n'Roll-WG seid. Ich habe jahrelang mit einer Band, mit seiner Ex-Band Tuna gespielt und fand die eigentlich voll geil. Und also eigentlich, ich fand die geil. So. Und dann habe ich immer mit dem Abex immer Kontakt aufgenommen. Aber ich hatte zu dem Zeitpunkt ja noch Bands und so, und dann ging das nicht. Und dann habe ich immer mit Amex in Kontakt gehalten und jetzt war die Möglichkeit da, jetzt habe ich mir ihn geschnappt. Und endlich darf ich mit ihm Musik machen. We'll be right back.
Das war schon der Hammer, oder? Also ich meine, Premiere. Normalerweise sind die Bands total aufgeregt und, keine Ahnung, setzen ab, fallen auseinander, purzeln von der Bühne. Nicht so, aber Pretty Weird. Die haben so eine Energie in die Portstraße reingeschossen, dass ich jetzt noch ganz wuschig im Kopf bin. War auf jeden Fall ein riesiges Konzert und ich hoffe, ihr bleibt dran, geht auf ihre Seite, liked sie, ladet sie ein, macht was immer ihr wollt, beschäftigt euch mit ihrer Musik und vor allen Dingen auch mit der Musik von dem nächsten Künstler, den ich euch vorstellen möchte, der aus Frankfurt kommt und schon in vielen Metal-Bands gespielt hat, gesungen hat und jetzt sozusagen mit seiner Solo-Figur unterwegs ist. Trap, Metal, Emo, Trap aus Frankfurt am Main. Ein Riesenapplaus von euch für Rio Horror. Wszędzie
Kapital. Böse Erzähl, lange denn das Wort jetzt vor dem Bagamotto bevor und hätte ich eine Orge. Jeden Tag am Hass und ich mach's für die Fan. Sei mein Freund und ich zeig dir meine Welt. Sei mein Feind, dann bin ich der Typ, der dich niederhält. Sei mein Feind, dann bin ich der, der deine Welt verbrennt. Jak się mordą plujesz, to plecy masz kurwa kosa. Lubię kiedy moja baby nosi czarny korset. Nie mów mi, że żonisz, mimo że kurwę na powie. Ryjek rozpierdala, czuję paną wreszcie stronie. Kolorowe włosy i tatuaż dużo. Nie ma bata, że mnie w tłumie nie rozluźnią. Moja muza to jest kozak, nawet kurwa trzech języka. Rusujesz kebabem finka, buta ci mordę zamyka. Bist du ein politischer Mensch und hast du eine, also wie sagt man, ist es für dich wichtig, in deinen Texten auch deine politischen Botschaften kryptisch zu verbreiten oder wie ist, sieht es überhaupt damit aus oder ist es einfach nur Trap? Eigentlich bin ich so gar nicht politisch. Ich würde mich selbst als einen ja, Zentristen eher da benennen. Weil ich einfach weder links noch rechts bin. Ich finde alles, was ins Extreme geht, finde ich einfach scheiße. Ja. Deswegen, ich versuche mich, ja, ich interessiere mich schon für Politik, weil natürlich geht es mich auch was an, weil es ja auch mein Leben. Ja. Aber das versuche ich von der Musik zu trennen. You would change, you have let me down in a one fucking million ways. I had you, did you fucking suit? You said not be friends. You know you're my only bait. Fuck the shit, you can't play with me that way. Now I am standing tall, my head way up high. And I can promise you, bitch, I will survive for one time. I'll be popping the pills to kill the pain inside. I can't see right through your game, you have lost this fight. Nie na widzę, gdy spoglądasz na mnie tak. Gdy się budzę, łapię mnie paniki atak. Duże siela, 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 wracają, pijam mnie. Ja im mówię nie. Zapinają mnie pasy bezpieczeństwa. Na kolejny pobyt tu do mnie już nie stać. Będą nasyleną wszędzie swoją twarz. Czarnie muszę z tobą wygrać, wiem, że muszę trwać. Stoczyłem się na dół, teraz gram na scenach. Nie mogłem cię zapomnieć, mam wyjebane teraz. Wokół mnie są ściany pięciometrowe. Otworzyłem cię na sukę, teraz i nie dotrze do mnie. Serce mnie zaboli, to leci sobie seta. Bo na miłość już za późno, to wszystko tylko seta. Teraz siadam na bit, ty siadasz na jego. Całujesz go ustami, którymi śpiewałaś moje piosenki. Śpiewałaś moje piosenki. Teraz nie zobaczysz mnie! Teraz nie zobaczysz mnie! Nienawidzę, gdy spoglądasz na mnie tak. Gdy cię widzę, łapie mnie paniki atak.
Dann kommen und dann im Frühling geht's wieder los mit ein paar Auftritten oder wie schätzt du das ein? Ich denke schon, dass es zu einem Lockdown kommen wird, vor allem weil sich die Leute auch nicht impfen lassen. Und ich arbeite zurzeit auch in der Uniklinik und ich sehe, wie viele Betten in der Intensivstation belegt sind. Deswegen denke ich schon, dass es einen Lockdown geben wird. Aber ich plane auch ein Konzert für nächstes Jahr, Frühjahr, mit der Band Certain Skies und Third Wave. Das heißt, du bist auch Veranstalter, nicht nur Künstler, sondern auch Veranstalter. Auch Veranstalter, ja. Alles klar. Wo ist deine Homebase? In Offenbach oder bist du eher Frankfurter? Ich bin Frankfurter. Wo treibst du dich rum? Wo gibt es Clubs, wo man dich treffen kann? Ja, also wenn überhaupt Clubleben wieder möglich ist. Tatsächlich in Frankfurt eher weniger. Also da gibt es keine Clubs wirklich. Day on day, I scan my mind, just fucking can't believe all of this was fucking fake. We gotta pay for what you just say. Let it roll just to get me down. Let me out, let's all down. Our vision took the light, so you can see how we be. Also, wir hatten noch keinen einzigen Act bei den Newcomer-Nächten, wo wir so viel Nebel reingeballert haben wie beim Rio Horror, weil das einfach diese tolle Atmosphäre dann auch macht. Ich hoffe, es hat euch gefallen, uns auf jeden Fall sehr. Und wie gesagt, vorhin habe ich es ja schon erwähnt, es war die letzte Newcomer-TV-Nacht in diesem Jahr. Jetzt gibt es nur noch die Virusmusik-Radio-Show am 22. Dezember. Und wenn wir vor dem 22. Dezember diese Sendung sozusagen zeigen, dann ist es sozusagen ein Programmhinweis. Ansonsten könnt ihr das jetzt, was ich gerade gesagt habe, vergessen, weil dann ist der Dezember ja schon vorbei. Ja, ein lustiger Kerl, der Seppel. Auf jeden Fall als Überraschung, weil es ja jetzt die letzte Newcomer-TV-Nacht war und weil wir euch einfach auch mal was schenken wollen, schenken wir euch jetzt ein Überraschungsvideo, was jetzt noch kommt von einem großartigen Künstler hier aus der Region, der ganz tolle Konzerte macht und ein super, super Songschreiber ist und auch sonst ein richtig knuffiger Typ. Ich verabschiede mich, das war euer Seppel am Mikrofon und der wunderbare Jochen an der Kamera und bleibt gesund. Wir sehen uns im nächsten Jahr wieder. Die Newcomer-TV-Nächte gehen im März 2022 wieder los und bis dahin kämpfen für die Freiheit und überhaupt fürs Wohlbefinden. Tschüss.